Ich glaube, für mich wäre das die falsche Zeit gewesen. Also hätte ich heute gewonnen, in diesem Jahr und letzten Jahr mit dem ganzen Instagram, vor ein paar Jahren noch Facebook, es wäre, glaube ich, nichts für mich gewesen. Weil Ein neues Video und auch der Auftakt einer neuen Videoreihe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mega nervös, weil ich nicht weiß, wie es bei euch ankommen wird. Ihr habt gesagt, Ramon, sprich doch mal mit allen möglichen Kandidaten, die in diversen TV-Shows waren. Und da dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich eine coole Idee, weil ich mich auch schon ganz oft gefragt habe, was wurde eigentlich aus, keine Ahnung, was wurde aus Gina Lisa oder was wurde aus Sarah Knappig oder was wurde aus einer Germany's Next Topmodel-Gewinnerin. Und damit fange ich heute an. Es handelt sich um Jennifer Hof. Sie ist die Siegerin der dritten Staffel und ich dachte mir so, sie ist perfekt, um einfach mal darüber zu sprechen, wie sich ihr Weg entwickelt hat, warum sie sich vielleicht auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, wie Germany's Next Topmodel sich entwickelt hat, bedeutet, wie ist die Sendung heute, wie war die Sendung früher. Und ich bin gespannt, ich habe super viele Fragen vorbereitet. Ich freue mich auf euer Feedback, ja, gebt uns ganz viele Daumen nach oben und abonniert natürlich diesen Kanal, denn es gibt ganz spannende Videos auch in Zukunft und ich würde sagen, los geht's. Es geht los, meine Lieben. Ich bin hier live quasi mit Jennifer Hof, die Gewinnerin der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel. Und wir freuen uns auf viele Daumen nach oben. Und ihr dürft Jennifer natürlich auch abonnieren bei Instagram zum Beispiel. Da habe ich sie nämlich angeschrieben und habe so gesagt, so, na Jenny, wie sieht's aus? Hast du Bock, mit mir ein Video zu machen? Ja, eine ganz neue Videoreihe. Und du lachst schon die ganze Zeit, denn was die Zuschauer nicht gesehen haben, ich habe so gefühlt 10 Anläufe gebraucht für diese Anmoderation, weil ich einfach so nervös war. Ich hoffe, du bist nicht nervös. Doch, ich bin auch nervös. Das macht Echt? mir keinen Stress. Ja, mein Gott, so komisch. Aber ich freue mich, dass du da bist und wie ich sehe, die Kameras laufen, genau. Du hast eine mega Bildqualität. Ja, und auch doch. einen mega Sound. Ja, ich habe recht gutes Equipment, ja. Und du siehst immer noch aus wie damals. Was Danke. unfassbar ist, weil das ist ja, lass mich überlegen, das sind 12 Jahre her, oder? 12? Ja, 15. 12 Jahre her. Staffel. 15. haben wir jetzt. Verfolgst du Germany's Next Topmodel? Die aktuelle Staffel verfolge ich, ja. Ich habe auch die letzten 2 Staffeln verfolgt. Dazwischen habe ich ein paar Staffeln ausgelassen. Wie ist das denn, wenn du die Sendung jetzt so anguckst? Also, beschreib mal das Gefühl. Es ist ganz schön. Also, es ist so ein bisschen nostalgisch, weil ich ganz genau weiß, wie die Mädels sich fühlen bei den Shootings oder auch bei dem Laufsteg oder vor Heidi zu stehen oder vor irgendeiner bekannten Person, die man von vorher kennt und dachte sich, wow, ich stehe vor der Person, die ich schon immer im Fernsehen gesehen habe und kennenlernen wollte und jetzt darf ich sie kennenlernen und kriege keinen Ton raus. Es macht Spaß. Ich weiß, ja, wie sie sich fühlen, definitiv. Und ich gucke es mittlerweile wieder gerne. Fühlt es sich fremd an? Überhaupt nicht. Also man kriegt ja doch relativ viel mit über die Mädels. Natürlich nicht alles, weil es ja recht viel geschnitten wird. Aber ich fieber doch schon ein bisschen mit. Aber wenn du das anschaust, kannst du, ich meine, klar, du weißt, dass du dort gewonnen hast und das ist auch schon sehr lang her, aber kann man sich das noch vorstellen, dass man selber mal dabei war und das Ding auch gewonnen hat, weil es ist ja wirklich ewig her. Es ist ewig her, ja. Ich stelle es mir auch immer wieder mal vor, wie das war damals. Es hat sich aber unheimlich verändert. Also dieses Jahr ist natürlich nicht live, aber die letzten Jahre war es immer live. Bei mir war es noch live on tape. Das war noch relativ entspannt. Natürlich war ein Riesenpublikum in der Halle für uns damals schon. Das sind ja Peanuts zu den letzten Staffeln. Ja. Würdest du sagen, dass sich die Show jetzt mal unabhängig vom Finale, würdest du sagen, dass sich die Show verändert hat? Definitiv. Also da sind die Ansprüche viel, viel höher als bei mir noch damals. Es war ein bisschen entspannter heute, diese Staffel 2 Nackt-Shootings. Okay. Bei mir gab es eins, aber ich hatte noch Unterwäsche an. Ich war ja auch 17 und ja, die Anforderungen am Laufsteg, das Tanzen, all das hatte ich gar nicht. So ein bisschen angeschnitten, aber nicht so extrem wie heute.
Würdest du sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen trashiger geworden ist? Weil das ist etwas, was ich sehr oft so von der Community höre, dass diese das Gefühl haben, dass früher vielleicht noch mehr nach Models gesucht wurde oder auch mehr Models gecastet wurden im Vergleich zu heute. Ich finde, das Model-Business an und für sich hat sich verändert. Also, dass es nicht trashiger geworden ist, sondern dass es vielfältiger geworden ist. Dass einfach viel unterschiedlichere Typen gesucht werden. Man möchte halt nicht mehr den Mainstream, das Mainstream-Model haben, sondern auch unterschiedliche Typen, die unterschiedliche Sachen verkörpern. Was ich sehr gut finde, weil auch ein Curvy-Model Erfolgschancen hat. Oder auch ein Model mit Tattoos, was ich unheimlich cool finde. Transgender. Also, das sind, glaube ich, die drei Dinge, die sich extrem verändert haben, was ich super, super gut finde. Hast du das Gefühl, dass die Kandidatinnen sich heute auch in erster Linie noch bewerben, weil sie Model werden wollen oder weil sie hoffen, Influencer zu werden oder keine Ahnung was? Ich denke, bei der einen oder anderen ist es definitiv dieser Aspekt, sie möchten Influencer werden und nehmen das als Sprungbrett. Viele wissen gar nicht genau, auf was sie sich einlassen. Also ich habe das auch damals eher so mitgenommen, bin mit der Aufgabe gewachsen und dann auch dieses Model geworden, was ich dann am Ende verkörpern konnte. Also ich bin mit der Show gewachsen. Du hast gerade gesagt, du hast dich beworben, weil du Model werden wolltest. Hattest du das Gefühl, es war damals bei den anderen auch noch so? Weil heute, weißt du, wenn man sich so die Sendung anguckt und dann werden ja auch manchmal so einfache Sachen gefragt, dann wissen die manchmal nicht, was eine Setcard ist, ja, oder was Polaroids sind. Also war damals der Model-Aspekt bei den Kandidatinnen noch so ein bisschen größer? Ich muss ehrlich sagen, ich war auch nicht die, die das meiste wusste. Also die Christina zum Beispiel, die dritte geworden ist bei mir, die wusste sämtliche Namen von sämtlichen Promis, die kannte sämtliche Zeitschriften. Ich kannte natürlich auch ein paar. Ich würde mal sagen, das war meinem Alter geschuldet, dass ich nicht alle kannte, dass ich mich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt habe. Aber das ist egal. Wenn du das Potenzial hast, musst du prinzipiell jetzt nicht jeden kennen. Ja. Wie war das denn bei dir? Also ich meine, die Sendung, okay, man kannte die, das war die dritte Staffel. Wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal? Ich selber bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ich wurde ein wenig hingeschubst. Und ja, also viele Leute haben gesagt, komm, bewirb dich doch mal. Und ich dachte, gut, alles klar, ich bewerbe mich, fliege raus und habe meine Ruhe. War dann nicht so. Hättest du dir jemals überhaupt vorstellen können, dass du genommen wirst? Ich hatte die Vorstellung, ich hatte Narben am Knie und habe gedacht, Models haben keine Narben. Ich werde niemals genommen. Ich hatte nicht die Weitsicht, dass man das überschminken kann und dass man das retuschieren kann. Und ja, ich war ja nicht die selbstbewusste Person wie jetzt zum Beispiel die Liana an der jetzigen Staffel. Ne? Die hat ja Selbstbewusstsein pur. Das definitiv nicht. Das ist erst während der Show gekommen. Umso mehr Shootings ich gemacht habe, umso mehr ich das Bild gesehen habe und gesehen habe, okay, ich habe mich nicht so gefühlt, aber es sieht gut aus. Also ich gefall mir. Und dadurch kam halt immer mehr Selbstbewusstsein für mich, für meinen Körper, wie ich wirke. Und ich habe mich ja immer klein gemacht. Ich bin ja recht groß. Und ich habe mich immer sehr klein gemacht. Und die haben mich dazu gebracht, mich groß zu machen. Nicht größer, als ich bin, sondern einfach ich zu sein. Wie hast du denn diese Zeit generell erlebt? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich die Staffeln vorher angeschaut und man hat vermutlich eine Vorstellung davon, wie es sein könnte. Wie war es denn dann, als du dabei warst? Es war cool. Es ist halt viel, viel mehr, als man denkt. Man sieht ja immer nur die Perspektive von der Kamera. Natürlich sind da viel, viel mehr Leute als nur die Models oder die Kandidatinnen. Viel mehr drumherum. Man lernt viel mehr Leute kennen. Ja, es ist, man hat sehr, sehr lange Wartezeiten. Das habe ich auch spüren müssen. Da geht so ein ganzer Tag drauf für ein Bild für dich, weil halt alle geshootet werden müssen. Natürlich, ist ja logisch, aber das kriegt man so als Zuschauer gar nicht mit. Das kriegt man erst vor Ort mit. Aber war das für dich stressig? Also war es ein großer Druck oder konntest du mit allem relativ entspannt umgehen? Ich meine, du warst auch noch sehr jung. Genau, das war, glaube ich, mein Vorteil. Ich war da recht entspannt mit allem und ich war ja sogar noch in der Schule und habe mir gedacht, es ist alles gut, ich muss noch die Schule fertig machen und habe zwischendurch auch immer gelernt in der Zeit, die ich hatte. Sehr vorbildlich, ja. Ja, für die Abschlussprüfung damals. Lang, lang ist es her. Ja.
Du hast es war, glaube ich, echt entspannt dadurch, dass ich so jung war. Du hast es dann irgendwann ins Finale geschafft. Wahrscheinlich ein Moment, wo du so dachtest, so, wow, krass, ich hätte nie damit gerechnet, überhaupt ins Finale zu kommen. Als du im Finale warst, hast du damit gerechnet, dass du eventuell sogar gewinnen könntest? Also ich meine, klar, bei drei Kandidatinnen ist die Chance jetzt nicht so klein, aber ich meine, ne, man hinterfragt sich ja. Was ging dir da so durch den Kopf? Mir ging durch den Kopf, das Schlimmste, was dir passieren kann, du wirst Dritte. Und mit dem Gefühl bin ich reingegangen. Ich war nicht so entspannt, auf keinen Fall. Ich war super aufgeregt, gerade auch bei dem ersten Walk, den wir hatten. Da sind wir hinten runtergekommen, zu dritt, und meine Knie haben gezittert. Ich habe gedacht, ich knicke gleich um, ich falle hin, sonst was, nichts passiert. Aber ich habe mir gedacht, ist egal, genieß das jetzt, es ist total cool. Du bist bis ins Finale gekommen. Das Einzige, was jetzt passieren kann, du kannst einen Walk weniger nur machen. Warum war die schlimmste Vorstellung für dich, dass du Dritte werden kannst? Weil ich immer recht klein gestapelt habe. Also für mich war es nie so, ich muss gewinnen, sondern ich mache da mit, weil es Spaß macht, und mal gucken, wo der Weg endet. Weil das ist nämlich total lustig. Wenn ich mich mit Leuten da so drüber unterhalte, dann sage ich immer, lieber dritter Platz als zweiter. Weil zweiter Platz ist ja so ganz kurz vorm Sieg und dann hat es nicht geklappt. Wenn du dritter wirst, ist es so, ja okay, so Platz 1 war noch ein bisschen weiter entfernt. Deswegen so interessant, dass du so wie anders siehst. Gut, beim zweiten Platz würde ich sagen, ist der erste Verlierer. Das stimmt auch wieder. Aber es hat für den ersten Platz gereicht. Wie war das Gefühl, als es dann hieß, Jennifer ist Germany's Next Topmodel? Total krass. Also in dem Moment habe ich es nicht realisieren können. Das wurde dann, als alle auf die Bühne gestürmt sind, war das total krass. Heidi schrie, meine Mutter habe ich gesehen, mein Vater habe ich gesehen, meine Brüder. Und ich dachte mir so, was ist hier los? aber natürlich, umso später der Abend wurde, umso cooler wurde es, umso mehr habe ich es realisiert. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gemeint, oh krass, ich habe gewonnen. Ja, man weiß es ja vorher nicht, deswegen, es ist extrem. Und wenn das dann wirklich passiert, brauchst du einen Moment. Wie ging es denn danach weiter? Also ich rede jetzt, es ist egal welcher Zeitraum, aber ich meine, irgendwann ist das Finale vorbei, man kommt von der Aftershow-Party nach Hause, man fährt irgendwann nach Hause und dann? Was passiert dann? Dann hatte ich einen Moment frei, das weiß ich noch, bin dann aber relativ schnell nach Paris geflogen, um da Go-Sees zu machen und Castings zu besuchen. Immer im Schlepptau meine Mama, weil ich 17 war und sie nicht wollte, dass ich alleine reise. Was ich heute sagen muss, fand ich sehr, sehr gut. Zum damaligen Zeitpunkt war es okay. Ich weiß noch, von Frankreich sind wir dann nach Lissabon geflogen, weil da für VW was war. Das war so, jeder Termin. Es war eine Woche, da war ich an 5 Tagen an 5 verschiedenen Großstädten. Wir sind nachts mit dem Auto rumgefahren worden und du bist im Prinzip im Auto hast du geschlafen und bist dann am nächsten Tag woanders gewesen und musstest dich für die Veranstaltung fertig machen, für das Shooting. Es war total krass. Also die ersten Wochen bzw. Monate waren schon extrem anstrengend, weil viel gemacht wurde. Das heißt, du hast dann, GoSee sind doch diese Termine bei Castings für die Fashion Week, richtig? Das sind Termine, du gehst hin, sagst den Leuten, hey, ich bin gerade in der Stadt, habt ihr Lust darauf Bilder zu machen oder habt ihr eventuell einen Job? Ne? Natürlich ist das natürlich das Lukrativste. Aber einfach zu sagen, hey, ich bin hier so und so lange, wenn ihr was habt für mich, mit euch, meldet euch. Und das war dann über die Agentur IMG Models, oder? Jawohl, korrekt. Weil das ist total interessant, weil das gibt's ja heute so gar nicht mehr. Ganz oft, wenn man so die Schlagzeilen der letzten Jahre verfolgt hat, haben ja die Models immer gesagt oder die Gewinnerinnen, wir möchten gerne ins Ausland, und gerade auch Paris habe ich ja sehr oft gehört, und das findet ja gar nicht mehr statt. Das heißt, damals hat man schon noch versucht, wirklich das Model auch international zu vermarkten. Genau, ich bin nach Paris geflogen, natürlich wegen IMG, um mich dort vorzustellen, um einen Vertrag zu unterschreiben, virtuell, weil unterschrieben habe ich ihn nie. Aber genau, da wurde dann auch nochmal ein bisschen was an der Frisur gemacht, nochmal ein hochwertigeres Blond reingemacht. Und da habe ich dann viele, viele Shootings gehabt, um die Mappe dort aufzufüllen. Gab es dann in Paris oder keine Ahnung, wo auch immer, dann auch mal Momente, wo du so dachtest, okay, krass, das Model-Business ist irgendwie anders, als ich so in der Show erlebt habe? Die Momente gab es definitiv in Paris auch, weil ich da
Ich erinnere mich ganz genau an einen Moment, da habe ich ein Model aussteigen sehen, da war ich bei einem Casting, war das glaube ich sogar. Die war so dünn, die hatte ganz tiefe Augenringe, die war nicht älter als ich. Und die ist aus dem Auto ausgestiegen und da war eine andere Person, eine männliche, große, verhüllt, also was heißt verhüllt, man hat sie nicht gesehen, Sonnenbrille, Käppi. Und ich habe nur gedacht, okay, ich bin echt froh, meine Mama an der Seite zu haben. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie kam, vermutlich östlich, um einfach Geld für die, für die Familie zu bekommen. Das ist ja ganz oft so, ne? dass Models ja auch oft aus so Gegenden kommen, wo dann vielleicht das auch die einzige Option ist, um der kompletten Familie, ne, ein besseres Leben zu ermöglichen. Gab es auch mal Kritik dir gegenüber? Also man hört ja oft, dass es oft Figurkritik oder sowas ähnliches gibt. Bei dir jetzt natürlich schwierig, weil du bist ja sehr schlank. Aber vielleicht gibt es auch da, ich weiß es ja nicht. Also das gibt es definitiv bis heute noch. Und das ist auch in Ordnung, wenn die Leute das sagen. Bei mir wurde sogar von einer Agentur gesagt, dass ich abnehmen sollte, beziehungsweise ich wäre nicht in Shape. Und nach ein, zwei, drei Monaten habe ich diese Person das erste Mal live gesehen und sie mich. Und sie sagte, ach, du siehst aber toll aus, hast aber schön abgenommen. Und ich habe zu ihr gesagt, ich habe keinen Gramm abgenommen, ich habe nichts anders gemacht als sonst. Ich sehe genauso aus wie vor zwei, drei Monaten, als sie das gesagt hat. Hat das Druck bei dir ausgeübt oder ausgelöst? Also auch, ich meine, mit Druck auch, man hat jetzt gewonnen und man hat ja wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, man hat ja auch von der Außenwelt, die erwarten ja irgendwie was, ne? Weil du bist ja Germany's Next Topmodel, da muss ja jetzt irgendwas kommen. Natürlich, der Druck war schon hoch, dass man sagt, okay, ich muss jetzt wirklich top aussehen. Ich hatte während der Show, als ich angefangen habe, 53 Kilo bei 1,81 Meter, also ich war sehr schlank. Habe in der Staffel lustigerweise 2-3 Kilo zugenommen. heute wiege ich knapp 63-64 Kilo. Auch noch absolut in Ordnung für meine Größe. Auch wenn ich 10 Kilo noch mehr drauf hätte, wäre es mir wurscht. Weil ich fühle mich wohl und das ist die Hauptsache. Natürlich könnte ich aktuell ein bisschen mehr Sport machen. Ich hätte wahrscheinlich auch damals ein bisschen mehr Sport machen können. Aber für mich war diese Message damals so extrem. Ich möchte nicht mager werden, um irgendwo reinzupassen. Ich fühle mich so wohl und ich möchte diese Message auch weitergeben können. Hattest du das Gefühl, vielleicht dann, ich sage jetzt mal bei Kunden in Deutschland, dass dein Sieg eher ein Nachteil ist als ein Vorteil? Im Ausland definitiv. Im Ausland ist es so, die möchten ein neues Gesicht finden und nicht irgendjemand, der schon irgendwo anders erfolgreich ist. Sie möchten jemanden herausbringen. Im Inland ist es schon vorteilhaft, wenn du natürlich bekannt bist. Wie war denn diese generelle Öffentlichkeit und auch der Weg, den du dann quasi gegangen bist? Ich meine, du warst in der Schule, sag mal, man kannte dich nicht, dann gehst du in diese Castingshow, gewinnst, jeder kennt dich, dann fährt die Mama plötzlich mit dir nicht mehr zur Schule, sondern nach Paris zu irgendwelchen Shows und Shootings. Aber was hat diese Öffentlichkeit mit euch gemacht? Sie hat uns viel gelehrt. Also nicht nur mich, sondern auch meine Mutter hat mich neu kennengelernt, sich selber neu kennengelernt. Und wir haben viel Tolles erleben dürfen. Aber auch gemerkt, dass wir das gar nicht so extrem brauchen, dass wir uns brauchen, dass wir die Familie brauchen. Nicht dieses High-Society-Leben. Weil das Problem war, ich hatte eine Zeit lang, wo viel lief und dann auf einmal nur noch Veranstaltung, Veranstaltung, Veranstaltung. Und jedes Mal dieselbe Frage, und was gibt's Neues bei dir? Und was gibt's Neues bei dir? Gerade nichts. Was soll ich sagen? Das ist total schwierig, ne? Da ist dieser Druck da. Und man möchte ja immer sagen, ich habe jetzt den Job, ich habe den Job, ich fliege jetzt in das Land und habe da Castings und mache da was. War alles nicht. War schwierig. Ist das unangenehm? Natürlich. Also für mich war es damals unangenehm, weil ich mir gedacht habe, ich möchte ja was sagen können. Ich möchte ja sagen, ich bin erfolgreich. Ich wollte ja wirklich in dieses Laufsteg-Ding rein. Ich wollte nach New York. Ich wäre da super gerne mal gelaufen. In Mailand natürlich auch. Aber ich glaube, dafür wäre ich, ehrlich gesagt, nicht zu dick gewesen, aber zu breit gewesen. Auch wenn ich super schmal bin. Aber die Models, die dort laufen, die sind halt einfach nochmal die Hälfte von mir gefühlt.
Also was würdest du jetzt unterm Strich sagen, weil du sagst, du wolltest es gern, daraus schließe ich, dass es nicht geklappt hat. Woran lag's? Wirklich nur an den Maßen? Ich weiß nicht, ob das nur an den Maßen lag oder vielleicht auch an, dass man Steine in den Weg gelegt bekommen hat, seitens von Agenturen oder seitens von wem auch immer. Ich hätte zum Beispiel auf ein Cover kommen können, bin aber nicht drauf gekommen, weil das nicht so bekannt war damals, wo ich mir dachte, das ist doch egal, ein Cover ist ein Cover. Und das Magazin war kein schlechtes, definitiv nicht. Es war heute eines der erfolgreichsten Magazine. Das heißt, man hatte da auch nicht wirklich Mitspracherecht? Nicht wirklich, nein. Man hat viele Dinge gar nicht mitbekommen, die einfach hinter dem Rücken gesprochen wurden. Das höre ich so oft und das finde ich so schade, weil ich finde, wenn man so eine Agentur oder ein Management hat, das sind immer so große Begriffe, ich finde, das sollte ein Miteinander sein, bedeutet, das Model, der Künstler oder der Sänger oder was auch immer, sollte doch wirklich ein Mitspracherecht haben und entscheiden können, ja, weil letztendlich, die Leute arbeiten ja für dich und nicht umgedreht. Theoretisch ist es so, ja, das stimmt, ja. Hast du in der Zeit eigentlich nochmal deinen Kontakt zu Heidi Klum gehabt? In der Staffel von Vanessa, wo Vanessa gewonnen hat, dort hatte ich nochmal Kontakt zu ihr. Und nee, zwei, drei Staffeln nach mir auch, weil ich zum Finale eingeladen war. Da habe ich sie dann nochmal kurz gesehen, aber geredet haben wir nicht wirklich viel. Und Handynummern habt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht ausgetauscht? Weder Handynummer noch E-Mail. Ja. Wann kam der Punkt, als du für dich entschieden hast, dass es vielleicht für dich nicht so der Weg ist, den du gehen möchtest? Also in dem Moment, wo ich absolut gesagt habe, ich möchte nicht mehr machen, weitermachen war, als ich schwanger wurde mit meiner ersten Tochter. Hast du auch, also ich meine, das ist natürlich insofern verständlich, weil natürlich ein Kind unglaublich viel Zeit und Aufmerksamkeit braucht und es ist dann vielleicht schwierig, durch die Welt zu jetten, außer man hat, keine Ahnung, Nanny und weiß ich nicht was, auch dann wollen das vielleicht Leute nicht. Aber gab es auch vor der Schwangerschaft schon mal einen Moment, wo du so gedacht hast, ich glaube, das ist nicht mein Ding? Ja und nein. Ich hatte immer noch dieses Bedürfnis, ich möchte weitermachen. Selbst heute, wenn heute eine tolle Marke auf mich zukommt, für die ich stehen kann, würde ich sagen, klar, mache ich. Super gerne sogar. Aber es gibt nicht mehr viele Marken, für die ich stehen möchte. Weil mir viele andere Dinge viel, viel wichtiger geworden sind. Wie zum Beispiel meine Familie. Also die ist mir noch mal wichtiger geworden. Meine Kinder. Mein Partner. Ist das für dich trotzdem komisch, auch wenn du dich dafür entschieden hast, aber es ist ja klar, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, jedes Jahr fangen ja alle Magazine wieder an und fragen, was wurde aus? So wie ich zum Beispiel, deswegen reden wir gerade miteinander, was jetzt aber ein bisschen persönlicher ist als so ein Artikel, weil oft fragen die dich ja gar nicht, sondern gucken einfach, googeln was und schreiben dann irgendwas. Ist das nervig, wenn das jedes Jahr wieder aufgerollt wird und ja letztendlich auch dann da steht, von ihr hört man nichts mehr, was ja deine Entscheidung ist, aber was vielleicht oft nicht so rüberkommt? Na, du hast es ja schon gesagt, es war meine Entscheidung, es ist meine Entscheidung und mir ist nicht mehr wichtig, was geschrieben wird. Es gibt ein paar, die haben mich noch angefragt, haben gemeint, wie läuft es denn aktuell? Das war da, als ich meine Ausbildung angefangen hatte. Aber es ist ja so, es ist ja still geworden um mich, es ist in Ordnung und das können die ruhig schreiben. Es war ja so. Jeder, der mich sehen möchte, kann auf Instagram gucken und da ist ja jetzt nicht viel los, sage ich auch gleich. Aber ich bin ja nicht aus der Welt. Wer mich finden möchte, findet mich. Du hast mich ja auch gefunden. Das stimmt. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, du hast Heidi Klum 2015 nochmal gesehen. Das war ja dieses Finale, wo es leider Gottes diese Bombendrohung gab. Und da war ja die Idee, dass man alle Gewinnerinnen nochmal laufen lässt. Als diese Anfrage kam, hast du da sofort gesagt, ja geil, mach ich? Oder war das trotzdem ein Punkt, wo du so überlegt hast, will ich das jetzt wieder in die Öffentlichkeit gehen? Mir ging beides direkt durch den Kopf. Ich habe mich total gefreut, einfach weil ich die Idee schön fand von 10 Gewinnerinnen, also die letzten 9 plus die 10. Fand ich sehr schön. Mir ging nur durch den Kopf, ich habe ein Kind, was mache ich mit meinem Kind in der Zeit? Dann brauche ich jemanden, der aufs Kind aufpasst. Ich möchte ja auch 2, 3 Leute mitnehmen, die mit
auf die Show gehen können, die sich das angucken können. Geht das in Ordnung? Das habe ich direkt geklärt. Und dann hieß es, ja, ist überhaupt kein Thema, mach das ruhig, ist verständlich. Aber wenn du kommst, würden wir uns sehr freuen. Und du hast ja dann, also es gibt ja auch bei YouTube, kann man das ja sehen, also du bist ja quasi in der Live-Show dann nicht gelaufen, also die anderen ja auch nicht, weil das ja nicht klappt, aber es gab ja diese Generalprobe. Da hat man ja, ja, wie soll ich es ausdrücken, mal wieder so Rampenlicht geschnuppert, ja? Ist es was, was dann, wo du sagst so, macht schon Spaß? Oder wie ist es in dem Moment, wenn man, sag ich mal, so lange ja eigentlich die Öffentlichkeit nicht mehr gesucht hat oder auch das Rampenlicht nicht mehr gesucht hat? Es war schön. Ich meine, ich bin ja die Gewinnerin der dritten Staffel. Das kann mir keiner aberkennen, das ist so. Und wenn sowas passiert, klar muss ich dabei sein. Wie alle anderen auch. Es war schön, es hat total viel Spaß gemacht, auch diese O-Töne zu haben, ne? Interviewt zu werden, wie fühlst du dich denn hier und was ist das für ein Gefühl für dich und du hast ein Kind bekommen, wie ist das denn, wie managst du das? Ist schon interessant, mal wieder reinzuschnuppern und es macht auch Spaß, aber es ist nach wie vor was, was ich nicht für mein Leben brauche. Aber Spaß macht es trotzdem ein bisschen, oder? Ja, klar, aber natürlich, man braucht es. Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben. Aber was ich mir vorstellen kann, weil ich ja auch zu Beginn des Videos gesagt habe, dass du ja immer noch genauso aussiehst wie damals, du wirst bestimmt schon noch sehr oft angesprochen, oder? Sehr oft nicht, aber ab und an. Also ab und an erkennt mich jemand. Du zockst ja ganz gerne so ein paar Spiele, wie ich gesehen habe, und du streamst das ja auch dann immer quasi live. Da sieht man ja auch dein Gesicht, ne, wenn man live streamt, nehme ich jetzt mal an. Genau, ja. Wenn du dein Gesicht einschaltest, ja. Okay, und wie ist es da? Also wissen die Leute dann auch, wer du bist? Ab und zu kommen wirklich direkt Leute rein und schreiben, hey, du bist doch die Jenny oder ich kenne dich irgendwoher, hilf mir mal auf die Sprünge. Aber ich habe auch unter meinem Stream stehen, dass ich mal mein Gesicht im Fernsehen gezeigt habe, dann kommen ab und zu mal die Frage, ja, wo hat man dich denn mal gesehen? Habe ich gemeint, bei Topmodel 2008 hat man mich gesehen und ja, aber du wirst da nicht so, für die ist das nicht so wichtig. Manche, natürlich, wenn die Staffel gesehen haben, es gibt zwei, drei, die haben die Staffel gesehen und finden das total cool, dass ich einfach nur ein Mensch bin, merken das ja auch, dass ich Fehler mache, dass ich manchmal am Ragen bin, wenn ich am Spielen bin. Dass ich einfach total normal interagiere, wie jeder andere Mensch auch. Das finden die halt total cool zu sehen. Wenn du mir das gerade so erzählst und dann sagst, ja, dann steht, ich war mal Model oder bin Model und war auch mal in einer TV-Show und ich war auch mal bei Germany's Next Topmodel, dann machst du dich ja eigentlich ganz schön klein. Du könntest ja auch sagen, ja, ich bin übrigens die Gewinnerin der dritten Staffel, worauf du ja stolz sein kannst. Aber ja, ich bin da auch stolz drauf, aber ich brauche diesen Hype darum nicht. Also ich habe das gewonnen, ja, es war toll, immer noch, es ist ein tolles Gefühl, wenn ich daran zurückdenke, aber ich brauche diesen Hype nicht. Ich bin nicht diese Person, die sagt, ja, ich bin die Gewinnerin. Natürlich habe ich es gerade gesagt, aber ich habe dich auch dazu gebracht, es zu sagen. Ja. Ja. Glaubst du, dass dein Weg als Siegerin vielleicht anders verlaufen wäre, wenn es damals schon diesen Social-Media-Faktor gegeben hätte? Weil oft, also man hat ja das Gefühl, jede Dritte wird irgendwie Influencerin und die machen irgendwas da draus. Ich weiß, brauchst du das nicht für dein Leben? Ich will dir das auch nicht so unterschwellig einreden, aber glaubst du... Die Message kam an. Aber glaubst du, dass sich dein Leben dadurch verändert hätte oder andere Wege gegangen wäre? Ich glaube, für mich wäre die falsche Zeit gewesen. Also hätte ich heute gewonnen, in diesem Jahr und letzten Jahr mit dem ganzen Instagram, vor ein paar Jahren noch Facebook, es wäre, glaube ich, nichts für mich gewesen, weil ich nicht dieser Typ bin, der ständig was posten möchte und zeigen möchte, hier, ich habe mir gerade das gekocht, ich esse jetzt das und ich mache jetzt die Sporteinheit und übrigens ist das da hinten die Kuscheldecke von meinem Hund und habt ihr die schon mal ausprobiert? Wie findet ihr die? Ich mag das nicht. Wenn ich etwas gut finde, finde ich es gut. Kann das auch so kommunizieren. Wenn ich was nicht gut finde, dann lasse ich es einfach. Da brauche ich das nicht kommunizieren. Außer es bewegt mich wirklich. Aber das sind halt Dinge, wenn mich was bewegt, dann möchte ich das intern, also intern klingt jetzt blöd, mit meinen Freunden oder mit meiner Familie teilen. Nicht mit der Welt.
Wie muss ich mir denn, das ist so eine blöde Frage, ne? Aber wie muss ich mir denn deinen Alltag vorstellen? Also ich meine, er wird wahrscheinlich nicht viel anders sein als meiner, abgesehen davon, dass ich keine Kinder habe. Aber was macht Jennifer Hof so ganz normal im Alltag? Also es ist so langweilig wahrscheinlich für die meisten da draußen. Ich stehe auf, mache mich fertig, mache die Kinder fertig, bringe die entweder zum Kindergarten oder fahre direkt zur Arbeit, arbeite da meine paar Stunden, hol die Kinder wieder ab, fahre dann zum Pferd oder ich fahre mit dem Hund irgendwo hin oder aktuell renovieren wir, dann fahre ich dahin. Also ganz pupslangweilig. Und am Abend wird gezockt, wenn du Zeit hast. Oder mit mir ein Skype-Interview gemacht. Genau. Wie alt sind denn die Kinder? 6 und 4 jetzt. Das heißt, der 6-Jährige ist ein Junge, oder? 6-Jährige? Nein, 2 Mädchen. 2 Mädchen. Die 6-Jährige, weiß die, dass ihre Mama da in so einer Modelshow mitgemacht hat, die auch noch im Fernsehen läuft? Ich weiß ja nicht, ob die sich da schon dafür interessiert, für sowas. Die weiß nicht, dass ich da gewonnen habe und auch nicht mitgemacht habe, aber die wissen, was das ist. Die gucken das ab und zu mal und stolzieren dann hier auch durch die Wohnung wie Models. Das ist immer ganz lustig anzugucken. Posieren dann auch vom Spiegel. Es ist süß zu betrachten. Also ich finde das immer ganz amüsant. Das heißt, die gucken manchmal mit dir die Sendung und wissen nicht, dass die Mama wird gewonnen hat? Das ist ja lustig. Irgendwann werden sie es mitbekommen. Aber ich möchte es halt nicht, diesen Fokus nicht drauflegen. Na, also ich bin die Mama. Ich bin nicht die Gewinnerin davon. Ich bin die Mama. Was wäre denn, wenn deine Kinder, also ich meine, die werden ja auch älter und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Sendung dann vielleicht noch gibt. Was ist denn, wenn die älteste Tochter sagt, Mama, ich möchte da ganz gern mitmachen? Darf sie das gerne machen. Also ich bin nicht der Typ, der Steine in den Weg legen möchte. Wenn sie das unbedingt machen möchte, darf sie das gerne machen. Ich würde sie natürlich darauf vorbereiten. Es gibt 1000 Interviews am Tag, es gibt ständig irgendwelche Kritik an ihr. Du musst sehr kritikfähig sein. Und danach kann es halt auch in die Hose gehen oder auch nicht. Ne? Aber ich würde ihr auch den Weg aufweisen, dass man über eine Agentur Model werden kann, nicht nur über die Show. Würdest du sagen, dass Germany's Next Topmodel ein Sprungbrett ist? Ja, also es kommt halt drauf an, was du machen möchtest. Ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, im Ausland ist es nicht so gut zu sagen, ich bin die Gewinnerin von einer Castingshow in Deutschland. Wenn du das aber nicht sagst, dann spricht deine Modelqualität für dich, ob du gebucht wirst oder nicht. Im Inland ist es natürlich ein Sprungbrett. Wenn du bekannt bist, kommst du auf die großen Events, lernst andere Menschen kennen, kannst Connections knüpfen, kriegst dadurch vielleicht noch den nächsten großen Job. War es für dich nie eine Option, einfach, sag mal, dieses Model-Thema so ein bisschen zu lassen und vielleicht auch durch diverse Reality-Shows zu gehen? Also ich weiß, wenn ich nur Reality-Show ausspreche, dann denken wir alle schon an, keine Ahnung, ja, da gibt es ja ganz auch krasse Beispiele, aber es gibt ja auch positive Beispiele, wo man sagt, okay, jemand hat eine Karriere durch eine Reality-Show gemacht. Ich meine, du kommst ja aus einer Reality-Show letztendlich oder einer Casting-Show. War das für dich nie eine Option? Man muss nochmal differenzieren. Damals war das vor 12 Jahren und es war nicht so, also mir wurde gesagt, nicht so viel von dir privat preisgeben, auch deine Wohnung nicht, beziehungsweise dein Haus nicht. Gar nicht so viel zeigen. Mittlerweile hat sich das ja total gedreht. Also mittlerweile wirft dich ja jeder ab damit, was er zu Hause hat und was nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen, Privatsphäre ist in Ordnung, aber ich bin auch nicht mehr so streng mit mir selber. Trotzdem wollte ich das aus den Gründen damals nicht diese Kameras zu Hause haben und auch nicht im Dschungel irgendwelche Kakerlaken essen. Das wollte ich auch nicht machen. Da war ich mir wirklich zu schade für. Und was ist, okay, Dschungel ist jetzt ein krasses Beispiel, wenn du jetzt eine Anfrage bekommen würdest für Promi Big Brother, ist das eine Show, wo du sagst, okay, ich sage jetzt nicht pauschal nein, würde drüber nachdenken, oder ist es für dich auch so ein Thema, wo du sagst, habe ich gar keinen Bock drauf? Ich brauche nicht 24 Stunden die Kameras auf mir. Reicht, wenn ich das ein paar Stunden abends mache. Wie ist denn das, wenn du Kandidatinnen aus deiner Staffel in solchen Shows siehst? Und ich meine, da gab es ja 3 sogar, wenn ich jetzt niemanden vergessen habe. Es gab Giselle, es gab Gina Lisa, mehrfach in diversen Reality-Shows und natürlich Sarah Knappe. Wie fühlt sich das an, wenn man mit jemandem ja, viel Zeit verbracht hat und man sieht die da? Und man sieht, ich will jetzt niemanden in eine Schublade bringen, aber es gab auch die eine oder andere, ne, wo man jetzt sagt, war jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Performance. Fühlt sich das komisch an, wenn man die Person kennt? Nee. Also jeder kann ja selber entscheiden.
die Meinung vertrete ich immer noch und die können das machen, wie sie möchten. Aber ich denke mir manchmal, warum machst du das? Für was? Du brauchst das nicht. Du hast das nicht nötig. Überhaupt nicht. Machen es aber, ich weiß nicht warum. Ich glaube, schon lange keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem aus meiner Staffel. Was nicht heißt, dass ich mich irgendwie verstritten hätte, aber der Kontakt verliert sich einfach. Die Menschen kommen, die Menschen gehen. Wenn ich heute einen von denen wiedersehen würde, ich würde mich tierisch freuen. Unter anderem auch Giselle, weil ich Giselle total gerne hatte. Natürlich ist Giselle extrem gewesen und wurde auch extrem gezeigt in meiner Show oder in Shows danach. Aber sie ist trotzdem ein toller Mensch. Und die Leute, die urteilen, wollen gar nicht den Menschen kennenlernen. Die wollen urteilen über einen Satz, den du mal gesagt hast. Oder eine Geste, die du gemacht hast. Oder wie du da dich verhalten hast. Und das finde ich halt schwierig, sich da ein Urteil über jemanden zu bilden. Du hast gerade in so eine Show reingegangen ist, in eine nächste, ne? Naja, ich meine, auch wenn es keiner zugibt, ja, also ich meine, das Geld ist natürlich verlockend und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil jeder muss irgendwie Rechnungen bezahlen und ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, ey, ich bekomme innerhalb von 2 Wochen so viel Geld, wie ich das ganze Jahr über nicht verdiene oder die ganzen nächsten 2 Jahre. Also okay, ist ja legitim, so why not? Aber du wirkst auf mich sehr reflektiert und hast ja auch gerade gesagt, ich verstehe manchmal nicht, warum die Leute das brauchen. Und gerade Giselle, ja, also ich kenne sie nicht persönlich, ich finde sie natürlich mega unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise und ich gebe auch zu, dass ich mich gefreut habe als Beispiel, als ich wusste, sie geht in den Dschungel. Das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht, weil ich natürlich auch wusste, dass eine bestimmte Performance kommt. Glaubst du? Ja, dafür sind die Shows ja da, zum Unterhalten. Ja, aber ich glaube, ich wär zu langweilig dafür, weil für mich alles recht entspannt ist. Aber ich meine, du musst ein Drama draus machen. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Frage, ob du glaubst, dass sich solche Leute vielleicht auch dann nach so vielen Jahren trotzdem noch ein bisschen überschätzen. Oder das vielleicht falsch einschätzen, weil du bist ja unglaublich abgeklärt und durchblickst ja das Ganze. Und ich denke mir mal so, ey, warum überblicken die anderen das nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie sich nicht Gedanken oder sehen vielleicht nur das Geld. Ich weiß es nicht. Das sind Gedanken, die ich mir mache. Ich habe aber keine Antwort, weil ich mit keinem gesprochen habe. Und vielleicht wollen sie einfach die Erfahrung machen. An und für sich finde ich diese Dschungel-Idee total cool. Nur wie halt geurteilt wird, finde ich total bescheuert. Also wenn die Leute mir das ins Gesicht sagen, dass sie mich scheiße finden, weil ich eine doofe Nase habe, weil ich da zu viel habe, da zu wenig. Okay, ist in Ordnung. Kann ich mit umgehen. Aber dieses ständig irgendwas schreiben über jemanden, ich muss ja da niemandem was bieten für. Also das können die ja auch über die anderen machen. Brauche ich halt nicht. Nee, kann ich total verstehen. Also hätte ich auch nicht so einen Bock drauf. Mir fällt gerade ein, ja. Das habe ich mich gar nicht so vorbereitet. Aber das muss ja auch total strange sein. Ich weiß, du wirst jetzt total diplomatisch antworten, was ich auch gut finde, weil ich will dich hier nicht irgendwie, ne, ich will dich hier nicht beheizen. Aber sogar Rolfe war ja in diversen Shows. Fühlt sich das dann auch komisch an, wenn der Juror, der dich zum Sieg quasi mitgeführt hat, dann plötzlich im Dschungel sitzt? Ja, man muss dazu sagen, Rolf war einfach, er war für mich, natürlich, er hat zur Jury gehört, aber er war jetzt niemand, den ich so, ich habe ihn schon ernst genommen, aber er war so locker und entspannt und er hat sich immer umarmt und geknutscht und es war immer so entspannt. Und ich fand das so unheimlich lustig, weil wir hatten mal so einen Vertical Catwalk bei uns und da sollte er auch mitmachen und er ist darunter wie so eine Biene und das war einfach, es sah einfach total cool aus und ich wusste, er macht das nicht verkehrt, also er blamiert sich da jetzt nicht, weil er ist einfach so, wie er ist und er steht dazu. Das fand ich halt auch wieder recht cool. Wenn du jetzt heute so ein bisschen abschließend nochmal auf diese Zeit zurückblickst oder auf all das, was in diesen Jahren passiert ist. Ich weiß, du bist happy mit dem, was du gemacht hast und du hast eine tolle Familie und du hast Kinder und alle sind hoffentlich gesund. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Na klar. Ja, okay, sehr gut. Hast du dir trotzdem irgendwann nochmal, und wenn es nur eine Millisekunde war, dass du mal den Gedanken hattest, ach, vielleicht hätte ich die ein oder andere Sache ein bisschen anders machen sollen? Oh, man reflektiert ja ständig und überlegt, was hätte ich besser machen können oder hätte ich es wirklich durchziehen sollen, hätte ich nicht abbrechen sollen, wäre vielleicht der Erfolg dann enormer gewesen. Es war ja nicht so, dass ich total unerfolgreich war. Es ging ja schon relativ lange, aber
Ich bin glücklich mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Natürlich denkt man immer wieder drüber nach. Und wenn man das Finale sieht, man fiebert so richtig mit und fühlt mit, wie die Mädels da langlaufen. Und man sieht richtig, wie glücklich und stolz sie auf sich sind. Und dieses Gefühl, das sollen sie mitnehmen. In ihr komplett anderes Leben, was danach passieren wird. Weil man fällt erstmal runter. Man wurde wochenlang mit dieser Show gehypt und dann auf einmal hypt dich keiner mehr. Dann musst du dich selber hypen. Aber dieses Gefühl, was sie bei dem Finale hatten oder auch irgendein anderer Moment in der Staffel, der gut für sie war, den sollen sie sich mitnehmen. Was heißt das, man fällt danach? Naja, du wurdest ja über Wochen lang wirklich einmal in der Woche gezeigt. Und wenn du dann nicht regelmäßig von dir hören lässt oder dich zeigst, bist du ja erstmal weg. Wo ist sie hin? Man hört nichts mehr von ihr. Dabei ist man schon seit Wochen eigentlich zu Hause und man hat nichts anderes gemacht. Und es war damals noch recht schwierig, weil wir diese sozialen Medien einfach noch nicht hatten. Und wenn du dann 2, 3, 4 Wochen nirgendwo in der Zeitung warst, waren schon die ersten Fragen, hier, was ist los, machst du überhaupt was und wo warst du jetzt in letzter Zeit? Und man muss sich ständig rechtfertigen für Dinge, die man nicht gemacht hat. Dafür musst du dich rechtfertigen. Wie muss ich mir das denn generell vorstellen? Das ist gerade total interessant, dass du das ansprichst. Ich meine, du hast über so viele Wochen Shootings, Interviews, Catwalk und Finale und boah, alles aufregend. Und dann sitzt man zu Hause und wartet aufs Finale und sieht sich im Fernsehen, was ja auch wahrscheinlich total spannend ist. Und dann ist ja auch alles weg. Also es geht jetzt nicht um den Erfolg, den man danach hat oder nicht. Das ist ja mal Ansichtssache. Sondern mit einem Fingerschnipsen ist ja auch diese ganze Aufregung weg, die man über Wochen oder über Monate erfahren hat. Ich stelle mir das so vor, egal ob man gewonnen hat oder nicht, dass das ein sehr harter Aufschlag sein muss. Aber ich wurde weich aufgefangen. Also bei mir war es überhaupt nicht hart. Es war entspannt. Ich war froh, zu Hause zu sein, mal abschalten zu können, mal kein Make-up drauf zu haben und einfach mal faul rumzuliegen. um mich dann aber wieder zu sammeln, Kräfte zu sammeln für das Finale. Als ich damals zurückgekommen war, war das, glaube ich, 4, 5 Wochen oder sogar mehr vor dem Finale, ich weiß nicht mehr genau. Man war einfach mal froh, durchatmen zu können. Man braucht Pause. Man kann nicht ein ganzes Jahr durchpowern oder auch nur ein paar Monate. Es geht nicht. Man braucht dann immer mal Pause. Aber hat es diesen Spaß gemacht, sich dann immer Donnerstag anzuschauen im Fernsehen? teilweise ja. Manchmal wusste ich, oh, es wird jetzt ein bisschen schwierig, wie Tamara jetzt zum Beispiel gesagt hatte, als sie die Folge über die Charity-Folge wusste, dass die ausgestrahlt wird, dass es peinlich für sie wird, hatte ich auch so 1, 2 Momente, wo ich dachte, wenn die jetzt die Sachen ausstrahlen, dann wird es vielleicht auch unangenehm für dich. Aber letztendlich, du hast dich in der Zeit gegeben, wie du warst und unter diesem Stress kannst du manchmal nicht anders reagieren und das ist in Ordnung. Akzeptiere es, verzeih es dir, wenn es nötig ist und lebe damit, weil es ist geschehen, du kannst es nicht ändern. Hast du dir generell auch, du warst sehr jung, aber hast du dir was anderes erhofft vom Sieg? Also hat man eine bestimmte Erwartungshaltung von dem, was danach kommt und dann, ob es kommt oder nicht, weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu naiv da dran gegangen bin, aber ich hatte gedacht, man wird mehr unterstützt, dass man weiß, was man zu tun hat. Man wird so ein bisschen, natürlich sagen die Leute, du hast dann und das, dann und dann das, dann und dann das. Dir wird auch gesagt, hier, melde dich im Fitnessstudio an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Ist okay gewesen, war ja keine blöde Message, sondern einfach, du musst fit sein, du musst Kondition haben, weil das ist ein anstrengendes Leben. Es geht nur nicht mal um den Körper selbst, sondern einfach um dieses körperlich Fitte, um den Job ausüben zu können. Das siehst du jetzt in ganz vielen Staffeln auch, dass die Mädels zwar tolle Figuren haben, aber manchmal keine Kondition, manchmal keine Kraft, die du einfach brauchst. Das ist harte Arbeit. Also das ist den Körper 30 Minuten nur so intensiv anzuspannen, wie die das da in 2 Minuten machen. Da bist du platt danach. Mach mal ein Workout, wo du die ganze Zeit deinen Körper anspannst. Bist du auch platt. Ja, aber ich meine jetzt auch so, es wird ja immer so verkauft, es kann natürlich eintreten oder nicht, das muss letztendlich jeder für sich selber beantworten, da kann ich jetzt nicht drüber urteilen, aber es heißt ja, danach beginnt die kometenhafte Karriere. Ich glaube, das wurde tatsächlich auch öfter mal so bezeichnet. War es dann eine kometenhafte Karriere? War es bei mir nicht, ich weiß auch nicht mehr genau. Oder wenigstens für eine gewisse Zeit, da wo du das Gefühl hattest, so wow, jetzt geht's aber bergauf. Ja, genau. Habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich war die ersten Wochen, Monate echt viel unterwegs und es war anstrengend. In 5 Städten zu sein, in 5 Tagen ist halt schon auch anstrengend. Es war schön.
Ich war dann noch so in dem Hype drin und habe das gar nicht so als anstrengend empfunden. Vielleicht auch, weil ich jünger, vielleicht würde ich es heute gar nicht mehr machen können, weil ich mit 28 einfach zu K.O. bin. Mit zwei Kindern. Dann in fünf Städten zu sein, ist anstrengend. Also allein die Eindrücke, ne? Du kriegst ja ständig was Neues mit. Da musst du da shooten, da musst du dich da gut präsentieren. Das ist schon Druck. Und anstrengend. Was ich total interessant bei dir finde, jetzt so zum Schluss, und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, weil ich das natürlich am interessantesten fand bei dir, weil du dich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hast. Und ich finde, das ist mega interessant zu erfahren, warum, und auch zu erfahren, ob die Person letztendlich damit happy ist. Und ich habe das Gefühl, du bist wirklich so komplett im Reinen mit dir. Ja, doch. Ja? Man hat ja immer kleine Probleme. Nein, ich bin mit der Situation, wie sie ist, total glücklich. Also, ich kann, ja, du hast es gut gesagt. Ja, aber du hast ja trotzdem gesagt, du schließt ja ein Comeback, egal in welcher Form, ja letztendlich auch nicht aus, wenn es passt. Genau, insofern hatte ich ja eh schon ganz viele. Schreibe ja, ganz viele Zeitungen. Ja, nein, aber es gibt ja auch wirklich Leute, was ich immer so schade finde, die dann sagen, das Kapitel ist zu, ich möchte da nicht mehr drüber sprechen. Wo ich dann immer gerne wissen möchte, ja, was, ich sag mal in Anführungsstrichen, so Schlimmes passiert ist, dass man nicht mehr drüber sprechen möchte, weißt du? Weil du hast gewonnen und das ist mega. Was du danach machst, ist nur deine Sache, so. Das kann allen anderen egal sein. Die können das natürlich bewerten und machen sie natürlich auch. Natürlich. Aber war ja trotzdem irgendwie cool. Natürlich war das cool. Und das Cosmopolitan-Cover hast du hoffentlich im Original noch. In irgendeiner Umzugskiste. Ja, ich habe jetzt nicht. Ich frage mich einfach bei dir, du hast das doch irgendwo rumfliegen. In irgendeiner Umzugskiste wahrscheinlich auch. Ja, ich habe auch vor ein paar Tagen mal so geguckt, wo ich die Cover habe, aber ja. Okay, dann danke ich dir. Ich fand es mega spannend und ich glaube, die Leute fanden es auch mega spannend. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ja, dann könnt ihr das hier gerne in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt der Jenny einfach bei Instagram. Der Link ist ja auch unten in der Infobox. Oder kann man bei deinem Twitch-Stream auch einfach so vorbeigucken oder gibt es ja immer nur eine bestimmte Anzahl von Gruppen, die dabei... Nee, kann jeder rein. Jeder kann zuschauen, jeder kann mir schreiben, ob ich darauf reagiere oder nicht, kommt drauf an, was mir geschrieben wird. Ja. Aber ich bin da live und kann mich jederzeit ansprechen. Ja, da wisst ihr Bescheid, Leute. Ne? Also wenn ihr am Abend mal nicht wisst, was er machen soll, dann habt ihr ab sofort was zu tun. Du kündigst es ja auch manchmal bei Instagram in der Story an, habe ich gesehen. Ja, wisst ihr Bescheid. Wenn ich es nicht vergesse. Wenn du es nicht vergisst, ja. Und dann bedanke ich mich auch bei euch. Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wo ihr sagt, das ist ein Mensch, von dem möchte ich unbedingt wissen, was aus ihm geworden ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich. Bis ganz bald.